Wir kommen zum zweiten Vortrag des heutigen Morgens auf Bühne 1. Und es geht weiter mit Kartografie und Visualisierung unter dem Titel Optimiertes Rendering von Vektordaten in Open Layers von Olivier Guyot und Andreas Jobst. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag über das optimierte Rendern von Vektordaten in Open Layers. Mein Name ist Andreas Jobst. Ich bin Projektleiter bei Camp2Camp und bin heute der Vortragende. Für die technische Umsetzung ist Olivier Guyot verantwortlich. Eine kurze Einführung zu Camp2Camp. Camp2Camp ist ein Open-Source-Dienstleister seit über 20 Jahren. Von den über 140 Mitarbeitern sind um die 40 im Geospatial-Bereich tätig. Und wir arbeiten an verschiedenen Standorten in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Neben Geospatial machen wir auch Lösungen in den Bereichen Business und Infrastruktur und sind in einer großen Anzahl an Open-Source-Projekten Committer oder Contributor. Auf der GIS-Seite arbeiten wir viel in dem Open Layers-Projekt, als auch im GIS-Framework GeoMapFish. Wir beschäftigen uns viel und maintainen die Drucklösung MapFish Print. Und was man vielleicht auch schon gehört hat, ist GeoNetwork als Metadatenkatalog und GeoOrchestra als GDI. Damit haben wir auch schon viele Projekte umgesetzt. So, dann kommen wir zum heutigen Vortrag. Ich mache eine kurze Einführung zum Thema Open Layers. Dann schauen wir uns an, wie Vektordaten auf der Browserseite gerendert werden können, was die Vor- und vielleicht auch Nachteile davon sein können. Und gehen dann über zur Technologie WebGL und wie man das Ganze mit Open Layers verbinden kann. Genau. So, Open Layers ist eine JavaScript-Bibliothek, mit deren Hilfe man WebGIS-Anwendungen bauen kann. Es existiert bereits seit 2006 und 2014 ist dann die Version 3 entstanden. Es gibt immer noch diverse Open Layers Projekte oder Beispiele von Open Layers, die über die Version 2 laufen. Aber es ist eben wichtig zu sagen, dass mit der Version 3 viele neue Funktionalitäten entwickelt und bereitgestellt wurden. Und aktuell steht Open Layers in der Version 6.12. Code ist auf GitHub verfügbar, ist voll Open Source und es kann auch über NPM das Paket heruntergeladen werden. Die zwei grundlegenden Datentypen sind ja Vektor- und Rasterdaten. Open Layers kann mit beiden Datentypen sehr gut umgehen. Wir sind ein paar Beispiele gezeigt, eben von Satellitenbildern über Polygone, die als Vektordaten dargestellt sind, zu OpenStreetMap-Daten. Alle diese können problemlos mit Open Layers angezeigt werden. Dasselbe gilt auch für die Datenformate. GML, KML, GeoJSON, GeoTIFF sind nur ein paar Beispiele von den Formaten, die unterstützt werden. Was macht Open Layers einzigartig oder was macht es besonders im Vergleich zu anderen Web Mapping Libraries? Nun, es ist ein echtes Community-Projekt. Es wird nicht nur von einer Firma oder einem Unternehmen betreut. Es gibt eine wachsende und sehr große Community mittlerweile mit vielen Contributern. Ein Vorteil von Open Layers ist, dass man nicht abhängig ist von Third-Party-Plugins.
Fortgeschrittene Funktionalitäten sind also häufig direkt im Kern von OpenLayers implementiert. Man muss sich da keiner Third-Party oder externen Plugins bedienen. Es hat eine sehr mächtige Styling-API, besitzt eben Funktionen, wo man wirklich Fälle erstellen kann, wie man bestimmte Objekte oder Feature stylen möchte. Und es unterstützt, soweit ich weiß, alle PROJ4 Project for Projektionen. Es verfügt auch über eine Live-Reprojektion. Hat man also ein Raster-Layer in der einen Projektion und dieser soll auf die Projektion von den anderen Layern projiziert und gerendert werden, dann ist das mit OpenLayers kein Problem. So, also, was bedeutet es, Vektordaten auf der Browserseite zu rendern? Das bringt viele Vorteile mit sich. Einer ist die Bildqualität. Zoomt man auf einem Layer, bleiben die Labels sehr scharf und die Konturen sehr scharf. Rotiert man, bleiben die Labels, wie man in diesem Beispiel sieht, parallel zu den Linien. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man Freiheiten beim Styling hat. Man kann also Regeln definieren, Filter definieren und so wirklich auf der Objektebene stylen. Es wird weniger Bandbreite verbraucht in bestimmten Fällen wie bei Vektorteils. Und man hat eben tatsächlichen Zugriff auf die eigentlichen Objekte. Die sind dann in Memory des Browsers und es ermöglicht eine bessere Interaktion beim Klicken oder beim Erstellen von Queries für den User. Vektordaten sind dann in der Regel ja statische Dateien und können dadurch überall gehostet werden. Und man kann den HTTP-Header für das Caching verwenden. Die Alternative wäre eben, einen Backend-Dienst oder eine Backend-Software zu haben, die die Bilder dann rendert und einen zum Beispiel WMS liefert. Dadurch hat man eben einen eigenen Prozess auf der Serverseite, der teilweise viel CPU und Memory braucht. Und dieser Prozess ist eben nicht notwendig, wenn man direkt auf der Browserseite rendert. Heutzutage von der Hardware-Seite her ist es wirklich kein Problem mehr. Smartphones, Laptops haben genug Rechenleistung, um das zu unterstützen, das browserbasierte Rendern. Genau. Und dadurch macht man eigentlich diesen Prozess auf der Backend-Seite redundant. So, es gibt natürlich auch ein paar Einschränkungen. Es darf kein Dump-Client sein, also es kann nicht eine super einfache App sein, sondern es muss schon eine ausgereiftere Codebasis geben dann in der Client-App, damit das Ganze so gerendert werden kann, wie man möchte. Ein Risiko besteht darin, dass das Styling eben nicht vom Data Provider vorgegeben wird, der vielleicht sonst im klassischen Sinne für diesen Backend-Dienst zuständig wäre und dann das Styling eben wirklich schon vorgegeben ist und man ein WMS hat, wo man nicht viel kaputt machen kann oder Spielraum hat, künstlerische Freiheiten. Dem Ganzen kann man aber entgegenwirken, indem man zum Beispiel das Mapbox-Style verwendet, das Mapbox-Style-Format verwendet. Das liefert ja Style-Informationen mit den Daten und genau, das wäre eben eine Möglichkeit, dass man da auf Konsistenz achten kann beim Styling. Ein letzter Punkt vielleicht, dass Geometrien
vereinfacht werden. Nicht zwingend, aber es kann eben sein, dass bestimmte Geometrien vereinfacht werden müssen und man nicht den hundertprozentigen Zugang hat zu den kompletten Daten. So, jetzt kommen wir zu WebGL. Ziel war es ja eben, dieses WebGL mit Open Layers zusammenzubringen, um ein noch performanteres Rendering zu bekommen von Vektordaten. Das war der Hintergedanke. WebGL kann man mit Open Layers zusammenbringen, denn es ist eine JavaScript-API. Es bietet einem eine Art direkten Zugang zum Graphical Processing Unit. Ja. Das Graphical Processing Unit ist eben ein Grafikprozessor, der in den meisten modernen Devices wie Laptops und Smartphones integriert ist. Und mit diesem Grafikprozessor lassen sich eben Bilddaten extrem schnell bearbeiten. WebGL ermöglicht einem den Zugriff darauf. Die einzige Einschränkung ist aber, dass man nur mit Dreiecken arbeiten darf. So, der Vorteil eben die Performance, der Nachteil die teilweise sehr komplexe Implementierung des Ganzen. Fangen wir an mit dem einfachsten Typ oder der einfachsten Geometrieklasse, den Punkten. Diese sind bereits in der Version 6 von Open Layers unterstützt. Zwar experimentell, aber es funktioniert. Und wir haben eine deutlich bessere Performance als mit dem Default Vector Renderer. Wir können hier Zehntausende von Punkte sehr performant rendern lassen. Und es gibt diverse Beispiele auf der Open Layers Seite, die man sich dazu ansehen kann. Wie funktioniert das Ganze? Man hat eben einen zentralen Punkt und legt dann auf beiden Seiten versetzt zwei Dreiecke an. Diese Dreiecke ergeben ein Quadrat. Ja. Und das ist im Endeffekt die Zeichenoberfläche, auf der man dann die Objekte oder Stylings, Objekte wie Charts definieren kann für den Punkt. Das Rendern von Polygonen ist schon etwas komplizierter im WebGL-Format. Die müssen ja von Dreiecken beschrieben werden und dazu existiert ein ganzes Forschungsfeld. Wir nutzen dazu die IRCAD-Funktion oder das IRCAD-Paket von Mapbox. Es funktioniert sehr, sehr gut. Und genau, und dadurch das ermöglicht es eben ein, sämtliche Polygone über Dreiecke zu beschreiben. Die Gefahr, dass der Bildschirm für den User kurz einfrieren könnte bei der Triangulation, wird dadurch vermieden, dass man einen separaten Thread oder Prozess dafür hat, für die Triangulation. So, es funktioniert also bereits eben auf der experimentellen Ebene, das WebGL-Rendern von Polygonen. Hier sieht man ein Beispiel, aber man hat noch nicht die Möglichkeit des vollen Custom Stylings. Dazu braucht es noch mehr Entwicklungen. Wir haben aber schon eine Performance-Verbesserung, eine relativ deutliche Performance-Verbesserung beobachten können und deswegen lohnt es sich, da weiterzumachen. Linien sind tatsächlich der komplizierteste Fall, um sie mit den WebGL-Dreiecken zu beschreiben. Eine Linie braucht erstmal eine gewisse Breite. Man macht also ein Band aus dieser Linie, um dann dieses Band mit Dreiecken zu beschreiben, sodass sie zentriert von diesen Dreiecken erfasst wird.
Was es so schwierig macht, sind die vielen Spezialfälle. Und das ist wirklich noch Work in Progress. Da sind wir noch nicht fertig. Zum Beispiel, wie werden die Enden von Linien gezeichnet? Und auch die Kanten sind ein solcher Fall. Sollen sie abgerundet sein? Sollen sie abgeschnitten sein? Und das wird aber jetzt eben aktuell über die Open Layers Architektur, was da für Möglichkeiten geboten werden, wird versucht, es darüber zu implementieren, diese ganzen Spezialfälle. So, wie funktioniert es in Open Layers? Es werden eben neue WebGL-Klassen eingeführt. Die Points-Klasse gibt es schon. Es gibt auch eine Teil-Layer-Klasse für Raster-Tiles. Darum geht es heute nicht. Und dann eben eine WebGL-Vector-Layer-Klasse. Die soll angelehnt sein an die Punkt-Klasse, ist aber noch nicht verfügbar. So, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, ich habe hier eine Open-Layers-Anwendung mit normalen Vektorlayern. Muss ich die dann alle auch über WebGL beschreiben? Und da lautet die Antwort nein. WebGL und nicht WebGL-Layer können parallel existieren in einem Open-Layers-Projekt oder in einer Anwendung. Es ist also kein Problem für eine Migration. Genau. So, ja, die Konfiguration, die einzelnen Parameter von diesen WebGL-Layers ist läuft auf der Drop-in-Ebene. Das heißt, es wird wirklich so integriert, dass es die bestehenden Funktionen und Klassen von Open Layers benutzt. Gibt dort also keine Veränderungen. Ja. Der einzige Unterschied ist beim Styling. Ja, das Styling von WebGL ist anders, es ist zu unterschiedlich und man kann es nicht mit den Open Layer Style Klassen beschreiben. Wir arbeiten deswegen an einer neuen API, die angelehnt ist an die Mapbox-Style-Spezifikation. Kommen wir zu den größten Einschränkungen. Dadurch, dass man die Open Layers Style-Klassen nicht benutzen kann, kann man auch eben nicht auf die Style-Funktionen, die sehr mächtigen Style-Funktionen zugreifen. Wenn man also dynamisches und interaktives Styling ermöglichen will, muss man mit JSON-Objekten arbeiten und Expressions erstellen, die alternativ genutzt werden können. Das Rendern von Text wird nicht unterstützt. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das lösen werden, aber wir werden da hoffentlich auch eine Lösung finden. So, kurz zur Roadmap. Es ist also noch in Arbeit. Wir hoffen, dass wir noch im ersten Halbjahr dieses Jahres die erste experimentelle Implementierung der Community bereitstellen können, des WebGL Vector Layers. Und dann ist der nächste Schritt, es in die API von Open Layers in der Version 7 voll funktional zu integrieren. Okay, das war's für diesen Vortrag. Vielen Dank. Falls Sie Fragen haben, dann jetzt gerne über das Chatformular. Und wenn Sie sich zu dem Thema persönlich mit uns austauschen wollen, können Sie gerne in unseren Exporaum kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Es sind jetzt hier Andreas und auch Olivier, um die Fragen zu beantworten. Es sind einige reingekommen. Eine erste Frage: Könnte man bei der Optimierung von WebGL etwas von der Spielentwicklung lernen, da hier ebenfalls Dreiecke verwendet werden? Okay, ich übernehme mal kurz für Olivier, dann können wir es auch einfach auf Deutsch beantworten. Ja, also
Klar, wir wissen, dass es bei der Spieleindustrie oder bei Videospielen viel um die Optimierung geht, von Performance. Und hatten da auch schon überlegt, was wir davon übernehmen könnten. WebGL gibt es jetzt eben schon länger und nicht komplett offen für vielleicht solche Einflüsse. Wenn es dann um diese Berechnung basierend auf der GPU geht, beim Raytracing zum Beispiel, sind wir da schon etwas limitiert, aber im Allgemeinen könnte man schon versuchen, sich da auch noch inspirieren zu lassen. Ja. Aber aktuell geht es wirklich um diese Triangulation und ja, wie wir damit das Rendern von Vektordaten schneller machen können. Ja, danke. Eine weitere Frage. OBLS ist ja weitgehend klassenbasiert, gerade beim komplexen Styling oder im Zusammenführen von Arrays-Layern. Kann das manchmal etwas umständlich sein? Gibt es Anstrengungen oder Ideen, die ES6-Brett-Syntax besser zu unterstützen, auszunutzen? Genau, also jetzt insbesondere für OpenLayer 7 besteht schon der Plan, dass wir versuchen, von dieser klassenbasierten API etwas abzuweichen und dass wir wirklich in Richtung JSON-Native Objects gehen. Ja? Also das heißt, da wird in der API in diesem Teil der API von OpenLayer 7 recht viel passieren, dass man eben dann primär mit JSON-Objects arbeitet. Und eben wichtig zu sagen, dass wir da nicht nur mit diesen klassischen OpenLayers-Klassen arbeiten, für die WebGL-Renderer der einzelnen Geometrien, sondern mit JSON-Objekten. Oh, also für die Teilebene, den Teillayer, und den Punktlayer. Und dafür nutzen wir dann eben die Mapbox-Style Expressions. Ja, danke. Es kamen noch mehr Fragen ein und Resten. Eine Frage geht nach dem Offscreen Canvas und Webworker in OL 6. Gibt es dazu Neuigkeiten oder Informationen? Genau, also den Offscreen Canvas haben wir noch nicht innerhalb der Bibliothek genutzt. Primär, weil Firefox da noch nicht Support bietet. Aber wenn es sich das in den nächsten Monaten da was tut, dann genau, wollten wir da eigentlich weitermachen. Olivier meinte eben, es gibt ein offizielles Beispiel dazu. Dass diese Möglichkeiten, vielleicht zielt die Frage auch ein bisschen darauf ab, also dass die Möglichkeiten aufzeigt, das Potenzial, aber genau aktuell war das eben wegen dem Browser-Support noch nach hinten angestellt. Genau, aber das Gute oder ja, bei den WebGL-Renderern ist, dass sie eben diese intensiven Berechnungen, Operationen über Worker lösen. Und dadurch ist die User Experience nicht eingeschränkt. Und aber genau, aktuell haben wir noch nichts Konkretes. Ja, danke. Es gibt zwei Fragen, die ich vielleicht gerade zusammenfassen kann. Und zwar geht es um das Repository, der Git-Branch, wo die Entwicklung erfolgt, oder auch, ob es bereits möglich ist, diesen aktuellen Stand auszuprobieren. Könnt ihr dazu was sagen? Genau, also es gibt es ist quasi ein Pull-Request, ja, im Open Layers Repository. Wir versuchen hier gerade die ID des Pull-Requests. Ja, genau, also Olivier meint gerade, wir sind im Austausch. Er wurde gestern erstellt, der Pull-Request. Kann ich hier auch was in den Chat
Eben, dann könnt ihr in den Chat eigentlich den Link Ja, genau. Und dann ist die Frage beantwortet. Dann schreibe ich hier den Request-ID, genau, im Open Layers, im offiziellen Open Layers Repository. Ja. Also es ist noch Work in Progress, ist noch nicht durch, aber wird jetzt angesehen, ja, von der Community. Danke. Es gibt noch eine Frage, die eigentlich wahrscheinlich jetzt ein bisschen spät ist, die noch zu, oder knapp ist noch zu beantworten. Nämlich, es wird noch nach der Roadmap für OL7 gefragt. Ist da irgendwas? Ist da eine konkrete? Ja, yeah. Maybe we can have one answer in English. Sorry, I didn't get that. The question is there a roadmap for OL7? OpenLayer7? Not yet. The maintainers are in the process of setting up a roadmap, and there are many things that are intended for this version, but no written down roadmap yet, no. Also, Ideen sind da, aber noch nichts festgehalten oder nichts fix. Ja gut, vielen Dank. Wir konnten jetzt nicht auf jede Frage noch weiter eingehen, aber ich denke, wir konnten auch die wichtigen Sachen beantworten. Ich danke für den interessanten Vortrag und es geht dann weiterhin nach einigen Minuten Pause.